Loslassen befreit, das kann ich jetzt eher nur, denke ich mir, für mich persönlich beantworten. In meinem Leben, bei meinen Aufgaben, da gibt es auch immer wieder die Erfahrung, fällt mir nicht leicht, Dinge loszulassen, jemandem, einem jüngeren Mitbruder zu vertrauen, dass er das auch gut machen kann. Für den Bereich der Kultur ist es, glaube ich, sehr zwiespältig, so finde ich das, weil für uns ist es zunächst einmal wichtig, viele Dinge zu bewahren und sie weiterzugeben, dass das auch für künftige Generationen noch erfahrbar bleibt und erlebbar bleibt. Vielleicht kann Loslassen befreit heißen, dass ich aber aus dieser Vielfalt im Lauf der Geschichte und aus der Vielfalt der Kunst- und Kulturgüter lernen kann, dass nicht eine ganz bestimmte Ausprägung sozusagen immer bestimmend ist. Jede Zeit braucht auch sozusagen ihre Ausdrucksform und muss damit Altes loslassen. Aber das heißt nicht, dass man es dann einfach entsorgt und weggibt. Wir würden das gerne bewahren und weitergeben.